Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racing-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt, der Schleifer. Wir sind wieder auf der Nordschleife unterwegs mit dem BMW V12 LMA, ist das glaube ich. Das ist ein LMP 900, also sprich, der kommt aus einer Zeit, wo auch Audi unterwegs war, glaube ich. Das sind alte LMP-Wagen, die aktuell nicht mehr zugelassen sind. Ich meine, so in etwa hängt das zusammen, was die hier LMP 900 nennen. Ich kann es nicht ganz einstufen. Das sind alle alte LMP-Wagen, wie auch immer. Wir fahren mal mit dem über die Nordschleife. Ich bin mal gespannt, wie der sich anfühlt. Ich habe den mal in Le Mans gefahren. Da konnte ich den so gut wie gar nicht steuern. Aber ich will auch einfach mal so ein bisschen, dabei so ein bisschen Smalltalk machen. Sagen wir es mal so. Ich mache das ja immer ganz gern, dass ich, wenn ich hier über die Nordschleife fahre und so, auch gern mal so ein paar andere Themen noch anspreche. Und kam jetzt ja gestern nur ein Video und ob es heute extrem viel mehr wird, kann ich euch nicht mal sagen, weil, naja gut, also ich denke Punch Club kommt auf jeden Fall, weil ich momentan so in so einer Phase bin, ich kann das schwer beurteilen oder schwer mitteilen, wie ich mich fühle. Ich habe einfach null Lust auf nichts. Sagen wir es mal so. Und ich warte sozusagen gerade auf meinen Urlaub. Hört sich blöd an, aber ich glaube, ich habe den echt dringend mal nötig. Und ich habe mir überlegt, wie kriege ich die 2 Wochen rum, ohne dass ich euch mit Videos nerv, die sich anhören, als hätte ich keinen Bock drauf, weil ich keinen Bock drauf habe. 4 Wochen Urlaub will ich ja auch nicht machen. Und dann kam ich zu der Überlegung, ich könnte hingehen und die Videos machen, auf die ich Bock habe. Also, Uploadplan, tschüssi, es kommt, was kommt, so nach dem Motto, 2 Wochen lang. Dann Urlaub machen und nach dem Urlaub dann wieder einsteigen in den regulären Uploadplan. Vielleicht haben wir da das ein oder andere Projekt sogar schon beendet, weiß man ja nicht. Ja, muss man mal gucken. Bin ich, wie gesagt, noch so ein bisschen mit mir am Kämpfen, wenn das Ganze hinkriegt. Wow. Also ich bin überrascht, wie gut der hier liegt, weil auf Le Mans wollte der eigentlich nicht um die Kurven rum. Hier funktioniert er recht handzahm. Kann aber auch daran liegen, dass ich hier bei weitem nicht am Limit bin, beziehungsweise, naja, irgendwie schon und irgendwie doch nicht. Ich meine, wenn man so bremst, muss man am Limit sein, sonst blockieren ja nicht die Räder. Aber, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kenne die Strecke halt. Sagen wir es so. Ich bin hier oft genug gefahren jetzt. Und ich habe auch gelernt, langsamer fahren ist manchmal schneller. Es gibt da eine Internetseite, die heißt Safe is Fast. Und die propagiert im Prinzip ein sehr vorsichtigen Fahrstil für Rennfahrer. Da wird dann auch gern mal gezeigt, wie man überholt und was ein Dirty Move ist und was ein Nicht-Dirty Move ist. Ja, da war ich jetzt nicht am Limit hier unten im Bergwerk, aber wurscht. Durchkommen ist erstmal alles. Ja, ich habe mir viel vorgenommen und habe momentan auf nichts Bock. So wie das meistens ist. Hab mir iRacing vorgenommen, hab trainiert und trainiert und trainiert und müsste jetzt eigentlich mal Rennen fahren und hab keinen Bock drauf. Jetzt sagen wir es ganz einfach, wie es ist. Ich habe immer noch die Videos da rumliegen, die eigentlich fertig sind, die ich noch nachkommentieren müsste. Kein Bock drauf. Ich weiß nicht, woran es momentan liegt. Ich meine, ich mache jetzt seit 3 Jahren YouTube. Vielleicht ist es einfach mal Zeit.
nach 3 Jahren. Also es hatte ja schon so ein paar Andeutungen, wo ich dann mal gesagt habe, wir ändern das Kanalkonzept und so. Dafür wurde ich dann angefeindet. Das hat mich dann noch mehr auf die Palme gebracht. Ja, ich glaube einfach, dass nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Zeit musst du einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie deinen Weg gefunden haben oder du musst ihn radikal überdenken. Und ich glaube, ich bin an einem Punkt, ich muss meinen Weg auf YouTube mal radikal überdenken. Weil gefunden habe ich meinen Weg noch nicht. Hätte ich den gefunden, hätten wir die Probleme nicht, die wir haben. Ich sehe Probleme auch nicht, dass das einer falsch versteht, zu 100% bei mir. Weil falsch verstanden werde ich viel zu oft in letzter Zeit. Ich habe als erst gedacht, naja, müssen die Leute halt mal richtig zuhören. Aber ich glaube, es liegt nicht am Zuhören, ich glaube, es liegt am Kommunizieren. Ich glaube, der Sender hat hier einen kleinen Defekt. Ich drücke mich vielleicht falsch aus. Könnte eventuell sein. Ich erwähne Urlaub und jeder schreibt, ja, mach mal Urlaub, nimm mal raus. Ich meine, mein Urlaub ist geplant. Ich mache jetzt nicht einfach spontan Urlaub, ja. Also das wäre, ja. Aber ich muss irgendwie noch dahin, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann Urlaub mache. Ich meine, ich fahre nicht weg in meinem Urlaub. Nicht, dass das einer falsch versteht. Viele Leute denken ja, Urlaub, boah, der fährt weg. Nee. Ich fahre nicht weg, ich nehme einfach nur mal raus. Mach einfach mal nichts. Lass mal die Beine baumeln. Kümmere mich mal ein bisschen um mein Frauchen. Bring hier mal ein paar Dinge in Ordnung, die in Ordnung gebracht werden müssen. Und ja, vielleicht kommt danach die Motivation einfach auch wieder. Was ich sogar ganz ehrlich glaube, dass sie danach wiederkommt. Und ich muss mir halt mal einen Weg überlegen, wie ich weitermachen will. Ich meine, der gute Tom ist ja ein Let's Play-Kumpel von mir. Der macht ein Video am Tag und ist damit happy. Der gute Minja ist auch ein YouTube-Bekannter von mir. Der haut raus wie, ich weiß gar nicht, und streamt und macht und tut. Und ist aber wohl auch schon am Anschlag, nachdem was ich in meinen Kommentaren gelesen habe. Bin ich wohl nicht der Einzige. Oh, wir setzen auf. Haben wir ganz gut runtergebremst bekommen. Ich habe schon gedacht, das geht in die Wand. Aber nein. Und wir waren langsam unterwegs für so ein LMP-Fahrzeug. Wir haben, glaube ich, 7 Minuten und 3 gebraucht. Ich weiß es jetzt gar nicht, ja. 7 Minuten 3. Ich habe keine meiner 1000 Renn-Apps oder Racing-Apps angeschaltet, weil... kein Bock. Zu viel Zeug auf dem Bildschirm. Zu viel Rumgeflackere. Zu viel Grafikfehler, die dadurch entstehen irgendwie, wenn ich hier in Project Cars fahre. So, oh, mein Lieblingsauto... Mit dem bin ich ja schon oft gefahren in verschiedensten Spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich hier fährt. Ich glaube, da hatten wir irgendwann mal ein Setup gebastelt. Da waren wir, glaube ich, dran. Also der ist nicht mehr Standard-Setup, glaube ich. Ich glaube, ich setze den mal zurück auf Standard-Setup. Ach, kann ich gar nicht mehr. Wir kommen ja nicht in die Garage. Na, ist egal. Ja, eigentlich wird uns Zeit geklaut, weil sie läuft schon und erst jetzt sind wir über die Linie gefahren. Normalerweise dürfte es jetzt erst losgehen. Oh ja. Der quält sich genauso wie mein GT3 in iRacing. Wir sind leicht im Rutschen. Ja, lass mir die Ruhe. Ich bin gerutscht. Ja. Oh, meine Lenkung ist verbogen. Auch super.
Ach, das ist nicht schön, wenn die Lenkung schon so früh verbogen ist. Ja, Hatzenbach-Einschlag ist meistens nicht gut, hast eine lange Strecke vor dir, bis du dann beim Ziel bist. Ah, wird bestimmt keine gute Runde. Es sei denn, ich gewöhne mich dran, wie er sich verhält. Ja, er ist ziemlich zickig in die eine Richtung. Na komm, 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 genau. Hier rum, komm. Ja, schön. Ja, die Zeit wird offiziell ja nicht gewertet, weil wir waren ja außerhalb der Strecke. Ist halt so. Ja, ihr werdet euch fragen, warum fährt da jetzt der Schleifer? Weil ich Bock drauf hab. Ja, hört sich doof an, aber... Das mache ich einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Und das war auch wieder sowas. Ja, ich habe heute einen halben Tag Zeit aufzunehmen. Und wann fange ich damit an? Abends um 8 Uhr. Ansonsten schiebe ich es vor mir her. Das kann es auch nicht sein, oder? Auf Dauer, sind wir mal ganz ehrlich. Das kann es einfach nicht sein. Deshalb kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen kürzer trete, dass die nächsten zwei Wochen ein paar weniger Videos kommen, unregelmäßiger Videos kommen von einzelnen Spielen. Und dann kommt zwei Wochen lang gar nichts, weil dann mache ich Urlaub auf Balkonien. Und ja, dann gucken wir mal weiter, wie der ganze Spaß hier weitergeht. Kann ich mir mal ein paar Gedanken machen in zwei Wochen Urlaub. Ja, mit der angebrochenen Lenkung oder was auch immer das Problem hier an dem Auto ist, fährt sich's ein bisschen seltsam. Kannst nicht so präzise fahren, wie du gern möchtest. Weil das Auto ein bisschen seltsam hin und her wippt. Also ich finde, da ist ein bisschen... Ich finde, der ist ein bisschen stabiler. Ja, nicht mit der Lenkung, aber ich finde, er ist insgesamt trotzdem ein bisschen stabiler als die Autos in anderen Rennspielen. Hat ein bisschen mehr Grip irgendwie, finde ich. Zum Beispiel das Auto in iRacing so über die Strecke zu fahren, wird mir vermutlich so nicht unbedingt gelingen. Wow, 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 nicht einschlagen. Ach, halt die. Ja, ist auch sowas. Ich bin extrem gereizt. Viele Bodenwellen in der Kurve machen das Fahren nicht gerade angenehm. Wenn ich jetzt... Strecke geschnitten. Ich habe versucht, mit zwei Rädern auf der Strecke zu bleiben. Ist ja fast wie iRacing hier. Die bestrafen das nämlich auch,
wenn du den Körb schief anguckst. Ich habe sogar mal eine ganze Zeit lang gedacht, das macht mir einen schlechteren Fahrstil. Macht's aber nicht. Ja, viele tun sich damit schwer, die sagen dann, ja, aber in der Kurve fahren die dann echt auch drüber. Das ist nicht illegal. Und dann denke ich mir aber auf meiner Seite, naja, in der Rennserie, in der ich mich hier bewege, ist es halt illegal. Darf ich es halt nicht machen. Wenn es in echt nicht bestraft wird, kann ich es in echt halt machen und hier nicht. So einfach ist es. Und genauso ist es auch mit den Autos, ja. Wenn so ein Auto in echt anders fährt, dann ist das hier halt ein anderes Auto, Punkt. Wird zu viel verglichen in meinen Augen. Die unterschiedlichen Spiele miteinander, die unterschiedlichen Autos miteinander und dann alles noch mit der Realität. Ich finde, man kann das gar nicht vergleichen. Ich habe mir mal Videos angeguckt. Driver's Eye von Christopher Mies. Alter Schwede, ey. Da wird's mir anders. Da wird's mir richtig anders. Ja, also wenn ich mir überlege, ich sitze richtig im Auto und das ruppelt und scheppert und knattert so wie bei dem. Ich glaube, da habe ich keinen Bock mehr zu fahren. So, wir sind eine 728497 gefahren. Ja, gar nicht mal so schlecht. Kommt hin, oder? Was bin ich denn gefahren? Ja, in etwa doch, könnte hinkommen. Könnte grob hinkommen. So, nehmen wir den hier noch. Machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Bentley GT3. Ich glaube, den sind wir auch noch nicht gefahren. Wenn, dann fahren wir halt nochmal. Bin ich mal gespannt, wie der so wird. Das sind alles noch Nachholungsautos, weil ich hatte ein paar vergessen. Ich bin irgendwie durch DLCs und so weiter ein bisschen hin und her gesprungen und plötzlich waren ein paar Autos übersprungen. Und das will ich ja nicht unbedingt. Ach du lieber Himmel. Rechtslenker. Wo ist denn da das Lenkrad? Das Lenkrad sitzt... Oh Gott, das Lenkrad sitzt so tief. Boah, die wollen mich verarschen. Das soll ein GT3-Auto sein. Haben den geraucht. Und dann auch noch ein Rechtslenker. Mit dem komme ich ja gar nicht klar. Bin ich hier auf der Schleife noch nie gefahren. Wenn ich hier so fahre, wie ich einen Linkslenker fahre, erwischen wir einige Curbs böse und andere gar nicht. Ja, wenigstens kommen wir durch die Kurven ohne kaputt zu gehen. Haben wir wenigstens noch eine intakte Lenkung. Ja, was der alles anzeigt auf dem Display ist unglaublich. Und das Display ist so hoch. Brauchst du eigentlich gar nichts anderes mehr. Oh, und wir sind im Begrenzer. Das ist natürlich unschön. Ja, ich sag ja, ich glaube, bei dem BMW hatten wir ein bisschen Abstimmung schon drin. Oder das hier ist einfach kein richtiges GT3-Fahrzeug. Kann natürlich auch sein. Und Dots. Es sind aber auch immer die gleichen Stellen. Die gleichen, die man in den Videos sieht, wo Autos abfliegen. Da fliegen auch mir immer die Autos ab. Finde ich kurios. Also es sind wohl schwierige Stellen, die viele Touristenfahrer killen und die auch mich immer wieder mal in einem Auto von der Strecke pusten.
Der ist arg unruhig hier, der Kollege. Und dass man das Lenkrad überhaupt nicht sieht, noch nicht mal ansatzweise, und noch auf der falschen Seite sitzt, macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Die habe ich ganz schlecht erwischt, weil mir mein Mikrofon im Weg war. Oh, man sieht's Lenkrad. Ich bin ja begeistert. Hallöle Bergwerk. Interessant finde ich, dass hier ein weißes Gebäude hinter Bäumen steht und in iRacing ein weißes Gebäude da steht. Ja? Sagt mir, die waren auf der Nordschleife. Einmal war der Baum davor gestutzt und einmal nicht. Haben zu unterschiedlichen Zeitpunkten vermutlich Bilder gemacht, die Kollegen hier. Es fühlt sich an, als wäre der fünfte und der sechste Gang identisch. Ja, ein bisschen instabil geworden, weil wir ein bisschen Curbs gehittet haben. So, bloß ich habe das Auto kaputt gemacht. Nein. Ah, super. Der händelt sich seltsam. Also wenn der mal nicht kaputt ist, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er nach einem BMW GT3 extrem kacke zu fahren ist. Und ich fahre hier im vierten rum, wo ich normal im dritten rumfahre. Das Gehör passt einfach noch nicht zu dem Auto. Es klingt irgendwie alles gleich. Oh, wir haben einen Curb getroffen und schon fängt er an rumzuzicken. So, wir kommen zum kleinen Sprung. So, und nach dem kleinen Sprung kommt, genau, der große Sprung. Und danach kommt Pflanzgarten mit dem Bellhof S. Oh. Bleibst du auf der Straße? Boah, Auto zickt doch nicht so hier. Ja. Schade, dass man kein Lenkrad sieht. Ich bin extrem hier am Lenken. Fangen, abfangen, lenken, gegenlenken. So, was ist die Höchstgeschwindigkeit? Ich behaupte, auf 260 bringen wir den nicht. Ah, ich könnte mich täuschen. Aber ich sag ja, klingt irgendwie alles gleich. Nee, da ist ca. 10 km/h langsamer wie der BMW.
Und entsprechend sind wir auch ein bisschen langsamer mit einer 737, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wundert mich nicht, wenn da über 10 km/h auf der Geraden fehlen oder auf der langen Geraden fehlen. Dann ist das schon ein bisschen doof. So, kriegen wir noch einen unter, dann haben wir ziemlich viele Autos abgearbeitet. Ich glaube, dann können wir sogar schon fast weitermachen beim nächsten Video mit den Fahrzeugen, die wir eigentlich fahren wollen. Dann fahren wir noch den LMP 900, würde ich sagen. Zu guter Letzt über die Nordschleife. Das gibt nochmal einen Abtriebsspaß und dann bin ich mal gespannt, ja, was ich dann heute noch aufnehme. Punch Club, würde ich sagen. Der ist auf jeden Fall dabei. Rest muss ich mir noch überlegen. Ich bin beim Mad Games Tycoon momentan extrem schwer am Grübeln. Das, was ich da so gelesen habe. Ich meine, ich würde es gerne auf Legendär spielen, aber ich krieg's nicht hin. Ich habe da Stunden ins Testen investiert. Ich krieg's einfach nicht hin. Und auf Normal finden es ja wohl einige langweilig. Auf der anderen Seite, scheiß drauf. Ja, mal gucken, was wir noch hinkriegen heute. Mal gucken, was noch anstehen wird. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe meinen Uploadplan nicht mehr im Kopf. Soweit bin ich schon. Das Auto ist geil. Der macht Spaß. Der liegt echt wie ein Brett. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Brett nicht verlieren. Wenn wir den verlieren, macht der keinen Spaß mehr, dann tut's weh. Der bremst auch gut, also ich bin überrascht. Das Auto hier, das liegt echt Bombe. Ich meine, dafür, dass wir auf einer Nordschleife unterwegs sind. Ich meine, die Nordschleife ist ja eher bekannt dafür, dass sie ziemlich huppelig ist und Sprünge drin hat. Und dass man das Auto deshalb ein bisschen höher legen muss, ein bisschen weicher machen muss. Mag ich bei dem jetzt nicht unbedingt was. Könnte mal ein neuer Nordschleifen-Rekord werden, wenn das hier so weitergeht. Nicht unbedingt, weil er eine extrem hohe Geschwindigkeit hat, sondern weil er total stabil um die Kurven fährt. Der ist vor allem in Kurven schnell, habe ich so einen Eindruck. Na gut, er hat auch eine gute Topspeed, so ist es nicht.
krasse Geschichte, wie der hier liegt. Ich hätte jetzt gedacht, der fliegt im Kreise. Nö, tat er nicht. Hier fliegt er auch nicht, trotz Entlastung. Abtrieb for the win. Das ist so unglaublich, wie das Auto liegt. Den müsst ihr mal fahren. Wenn ihr ihn habt und die Nordschleife habt, müsst ihr den mal fahren. Das ist der Wahnsinn. Es kommt euch vor, als fahrt ihr auf Schienen. Ja, hier ist jetzt ein bisschen eklig. Aber jetzt bin ich mal gespannt hier beim Sprung. Der wird einfach auf den Boden gedrückt. Ich glaube, der ist nicht gesprungen. Ja, großer Sprung hat er ein bisschen abgehoben. Minimalst wieder durchs Bellhof erst durch. Wir sind erst bei 5 Minuten 20. Ich glaube, es kann eine neue Bestzeit geben von mir. Ich keinen Scheiß mehr baue. Na, kleiner Fahrfehler. Dürfte aber die Kuh nicht fett machen. So, sind wir mal gespannt, was das für eine Zeit gibt. Holla. Ja, der geht gut zu auf die 300. 301. Dürfte ja in echt gar nicht hier fahren. Ist noch 250, glaube ich. Das ist echt wie auf Schienen fahren. Wow. Wow. Das ist ein geiles Auto. Der ist der Hammer. 6 Minuten 37. Ich frage mich gerade, warum ich jetzt mal auf der Nordschleife 6 Minuten 37 gefahren. Ich glaube noch nie, oder? Hatte ich schon mal ein Fahrzeug, was so schnell war? Ich weiß es gar nicht. Müssten wir mal checken. Könnte sein, dass das schnellste Auto war, was wir jemals da drüber gefahren haben. Wobei die neuen R18-Typen und der e-tron von Audi, ich glaube, die kamen etwa auf die gleiche Zeit. Gut, jedenfalls haben wir die mal alle hinter uns. Ist ja auch schon mal was. Dann gucke ich gleich mal einen Upload-Plan rein, was morgen ausfällt. Und was ich aufnehme. So, ich bin erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ja, wie gesagt, die nächsten Videos, die kommen nicht mehr ganz so nach einem Upload-Plan. Die kommen mehr so nach Tagesform, Laune, Spaß an der Freude, bis ich Urlaub gemacht habe und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.